Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum High-End-Audio-Magazin. Wir hatten in der letzten Ausgabe ja bereits über die High-End-On-Tour in Stuttgart berichtet. Und da gibt es noch einiges mehr zu entdecken. Die zusätzliche Stärke der High-End-On-Tour ist ja die Regionalität. Viele Aussteller auf der High-End-On-Tour legen besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit Partnern in der Region. Also wir haben hier eine wunderbare Gelegenheit, Musik zu spielen und unsere Geräte zu zeigen. Das sind drei Firmen hier aus der Gegend, sprich Baden-Württemberg. Und zwar ich persönlich, der Herr Gauder von Gauder Akustik. Und wir haben hier unseren Lautsprecher Vescova mitgebracht, mit dem wir hier Musik machen. Als Quelle dient uns ein Plattenspieler von der Firma Acoustic Signature aus Göppingen. Und die Firma AVM aus Malsch ist hier mit einem Verstärker vertreten, der dann AVM heißt. So eine komplette HiFi-Anlage garantiert einen wirklich guten Sound, hat aber natürlich auch einen stolzen Preis. Deswegen ist es sinnvoll, nicht alle Komponenten auf einmal zu kaufen. Man kann natürlich die ganze Sache auch stufenweise machen. So ist eigentlich der normale Weg im HiFi. Man fängt an mit einem Plattenspieler oder einer Lautsprecherbox und steigert sich langsam. Es ist ja im HiFi, der Weg ist das Ziel und nicht, dass man die Anlage jetzt hinstellt, die perfekt ist, sondern man versucht jeden Tag ein bisschen was zu verbessern. Die Produkte von Gauder Akustik und Co. gibt es natürlich auch bei einem lokalen Händler zu kaufen, der Stereo-Galerie in Stuttgart. Und hier bekommt man sogar Hilfe beim Installieren der HiFi-Geräte. Wir intonieren die Anlagen, wir richten die Anlagen musikalisch ein zu Hause in den eigenen vier Wänden. Ich biete das sogar als Dienstleistung an, ich komme nach Hause und werde anhand von Kabeln die Anlage so abstimmen, wie beispielsweise auch ein Geigenspieler sein Instrument einrichtet in den bestimmten Raum. Plattenspieler, Lautsprecher, Verstärker und die fachmännische Einrichtung der Geräte. Alles von regionalen Herstellern und Händlern. Raumakustik, definitiv eine sehr wichtige Komponente für den guten Sound. Denn entscheidend sind nicht nur hochwertige Lautsprecher und Verstärker, sondern eben auch die Beschaffenheit des Raumes. Und das sogar bis zu 85%. Sollte der Sound trotz hochwertigster Geräte nicht so sein wie gewünscht, dann können Sie sich bei Fast Audio beraten lassen. Fast Audio ist an sich ein Spezialist, eine Firma für Raumakustik, also für die Korrektur von Räumen zum Musikhören. Die Zahl der Möbel, ihre Anordnung und auch Materialien können den Klang beeinflussen. Bei einem Hausbesuch kann Thomas Fast den Raum schnell analysieren. Wichtig ist nicht nur, dass der Raum klanglich dazu gewinnt, sondern auch optisch. Im Grunde genommen ist es wichtig, dass man weiß, was der Raum braucht. Das heißt, also man muss sozusagen erstmal feststellen, was hat der Raum von dem Kunden für einen Mangel. Ja, und dann schaut man da dann genau hin, um diesen dann auszugleichen. Beispielsweise durch spezielle Materialien oder eine bessere Dämpfung des Raumes. Da Räume heute oft sehr minimalistisch eingerichtet sind, wissen nur die wenigsten, wie gut ein gedämpfter Raum klingen kann. Erfahren kann man das im Showroom von Thomas Fast. Ich berate das, dass man sagen will, ich sehe natürlich, wenn grobe Fehler gemacht werden in der Aufstellung für das, berate ich das auch, sage, wenn Sie das da und dorthin stellen, dann wird es besser. Aber primär möchte ich den Raum an sich nicht verändern, sondern möchte den so, wie er ist, zu einem Erlebnis dann bringen. Sieveking Sound ist ein Bremer Vertrieb, der sich in den letzten Jahren von einem reinen Vertrieb für Tonträger zu einem Vertrieb für hochwertige Wiedergabeelektronik entwickelt hat. CD-Spieler, Lautsprecher und mit 90 Kilo Gewicht sogar diebstahlsichere Endstufen. Die Bandbreite der Produkte ist groß. Sie stammen vor allem von Herstellern aus Kanada, den USA, Italien oder England. Es sind Manufakturprodukte. Diese Produkte werden nicht in Großserien hergestellt, sondern von Menschen, die Musik lieben und mit Musik leben. Auf der High-End in München wird es viele besondere und spannende Produkte geben. Alle Neugierigen bekommen schon mal einen kleinen Einblick. Nur in München werden wir aller Voraussicht nach eine etwas größere Verity Audio in der 50.000 Euro Preisklasse spielen. Und Audia Flight aus Italien wird uns nicht nur die großen Mono-Endstufen in der Preisklasse 44.000 Euro dazu zur Verfügung stellen, sondern mit etwas Glück
auch den ganz neuen SACD-Spieler in der Strumento-Serie zur Verfügung haben. Für Vertriebe, aber auch für Händler ist die High-End in München eine sehr wichtige Anlaufstelle und jedes Jahr ein Muss. Die High-End in München ist eine extrem internationale Messe. Ich treffe dort viele meiner Händler. Ich treffe viele Endkunden, mit denen ich das ganze Jahr über Kontakt habe, die ich aber sonst persönlich gar nicht sehen würde. Und für meine Hersteller ist es besonders wichtig, wenn es kommen alle internationalen Vertriebe, um sich da anzusehen, was es denn eigentlich Neues gibt. Eleganz bedeutet für uns, dass Ihre Augen und Ohren ganz auf Ihre Kosten kommen. Das ist das Motto von Transrotor, einem Hersteller von Plattenspielern. Luftig, leichter Klang, made in Germany. Klassische, elegante Farben und ein modernes Aussehen. So zeichnen sich Transrotor-Produkte in ihrer Optik aus. Aber auch die Qualität stimmt. Sie wird durch eine besondere Bauart gewährleistet. Wir bauen jetzt, wer sich mit Plattenspielern auskennt, kennt den Begriff. Also wir bauen Massenlaufwerke, sprich Plattenspieler, die nicht aufgehangen sind, nicht gefedert sind, sondern die Dämpfung aus dem Gewicht und aus der Dicke der Materialien beziehen. Hinter der Marke Transrotor steht Jochen Räke, der in den 70er Jahren als Importeur britischer Plattenspieler angefangen hat. Weil die seinen Ansprüchen irgendwann nicht mehr gerecht wurden, begann er unter dem Namen Transrotor eigene Plattenspieler zu bauen. Die Leidenschaft für Plattenspieler von höchster Qualität hat er auch an seinen Sohn Dirk Räke weitergegeben, der heute den Export leitet. Laut ihm ist für die Herstellung von Plattenspielern und anderen Produkten vor allem eines wichtig. Also einfach, man muss sich für einen Weg entscheiden und den dann richtig machen. Also man kann einen guten Plattenspieler bauen mit einer Aufhängung. Wobei man da das Problem haben kann, muss man nicht. Wenn man es richtig macht, ist es auch gut. Problem haben kann, dass man es nachstellen muss und dass sich Federn aushängen, solche Sachen. Bei dem Massenlaufwerk hat man einfach, man baut es auf und kann zumindest bei unseren Geräten oder bei allen Geräten in der Preisklasse sicher sein, dass es in 10 Jahren auch noch genauso, wie man es hingestellt hat, funktioniert. Und so ist der Anspruch von Transrotor auch kein geringerer, als Plattenspieler für die Ewigkeit zu fertigen. Jeder Kenner weiß, dass ein guter Lautsprecher zur Grundausstattung gehört. Neben denen von Fischer & Fischer, die wir in der letzten Ausgabe vorgestellt haben, ist auch Dali ein wichtiger Name der Branche. Danish Audiophile Loudspeaker Industries. Dafür steht der Name Dali. Ein dänisches Unternehmen also, das nichts mit dem Maler Salvatore Dalí zu tun hat. Wir befassen uns ausschließlich mit dem Thema Lautsprecher und es geht dort vorwiegend um das Thema auch der audiophilen Wiedergabe. Das machen wir von der Einstiegsserie Zensor bis zum Referenzmodell Epicon. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter. Alle Lautsprechermodelle werden in Dänemark entwickelt. Erfolgreich sind Dali-Produkte vor allem auf dem deutschen, skandinavischen und asiatischen Markt. Es gibt viele besondere Konstruktionsmerkmale, was Dali betrifft. Das, was für das Produkt all überall entsprechend ist, ist ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus unserer Sicht. Wir verfolgen das Ziel der natürlichen Klangwiedergabe und möchten unseren Claim, den wir der Marke zugeordnet haben, in Admiration of Music, also in Bewunderung der Musik, dem möchten wir Ausdruck verleihen. Mit dem Ziel, den besten Lautsprecher der Welt zu bauen, entwickelt Dali immer neue Technologien. Auch in München wird es etwas Neues zu sehen geben. Also wir zeigen jetzt hier erstmalig in diesem regionalen Raum unsere neue Serie Epicon. Das ist eine, ich sage mal, nicht mehr Einstiegsserie, aber für den ambitionierten Hörer doch sehr erschwingliche Lautsprecherserie mit 7 Modellen. Die bis dato unsere vorherige Serie Icon MK2, die sehr bekannt ist, abgelöst hat. Isotec ist ein englischer Hersteller von Netzfiltern, dessen Produkte sich weltweiter Beliebtheit erfreuen. Sie sind langlebig und werden in Europa produziert. Der Strom aus der Steckdose wird aufbereitet und dann erst an die HiFi-Geräte weitergegeben. Ziel ist es, endlich störungsfrei Musik hören zu können. We are doing power conditioners for
Wir machen Power Conditioner für Audio und audiovisuelle Systeme. Wir säubern das sehr verunreinigte Stromnetz. Das ist nämlich ein großes Problem. Außerdem haben wir ein immer größer werdendes Problem mit der WLAN-Strahlung und allem, was uns umgibt. Dafür haben wir Filter und Systeme. Bei Isotec gibt es sowohl passive als auch sehr aktive Filter. Was genau es in München geben wird, wollten sie uns nicht verraten. Aber es klingt trotzdem sehr vielversprechend. Natürlich haben wir einige neue Produkte, die wir dort zum ersten Mal vorstellen werden. Wir haben sehr viele interessante Sachen dabei. Nicht nur ein Produkt, sondern gleich mehrere. Und ich würde jedem empfehlen, vorbeizukommen und sich anzusehen, was wir haben. Es wird wirklich aufregend. Gute Produkte findet man nur bei einem guten Vertrieb. Wer sich für britische High-End-Geräte interessiert, der ist bei Input Audio an der richtigen Stelle. Bei Bernd Höhmke wurde das Hobby zum Beruf. Früher hat er sich selbst im Lautsprecherbauen versucht, heute vertreibt er High-End-Produkte. Das sind in erster Linie die Sachen von Michael Creek, also Creek Audio, und die Lautsprecher von Harbis. Beides englische Hersteller, die schon seit vielen Jahren auf dem Markt sind. Creek Audio stellt unter anderem Verstärker, CD-Player und Wandler her. Harbis beispielsweise steht für klassischen englischen Monitorsound und wird mehr und mehr zur Institution. Bei der Creek Elektronik würde ich sagen, es ist die Dynamik, die Spielfreude, die Verbindlichkeit, mit der diese Elektronik die Musik weiter transportiert und verstärkt. Bei den Harbis-Lautsprechern ist es einfach die Verfärbungsfreiheit, Dynamik, Neutralität. Denn egal, welche Musikrichtung man hört, die Lautsprecher von Harbis schaffen es, alles neutral und echt wiederzugeben. Das schafft eine Atmosphäre wie bei einem Live-Konzert. Ein ganz besonderes Highlight in diesem Jahr ist der Magnum Dynalab Internet Tuner vom gleichnamigen Hersteller. Und das ist ein Internet Tuner, der ist gleichzeitig ein Wandler, ein Streamer. Man kann damit also über den Router zu Hause auf den Computer zugreifen, dort die Musik abgreifen und auch die Radiostation, die man über den Computer empfangen kann. Und das in allerfeinster Qualität. Phono und Philosophie. Das sind die zwei Komponenten, aus denen sich Phonosophie zusammensetzt. Phono, also ein besonderer Klang, und die Philosophie, dass man durch die richtige Bedienung noch vieles mehr aus seinen Geräten herausholen kann. Denn nur 25% des Klanges kommen laut Ingo Hansen von den Geräten selbst. Um die Musik besser genießen zu können. Es ist vollkommen egal, welche Töne Sie hören, ob Sie Klassik hören, Jazz oder Pop oder Hardrock, es muss nur ein Ton werden. Und dann fängt auch der Fuß an zu wippen und die Gänsehaut kommt. Das ist die Philosophie dazu. Das richtige Aufstellen, das richtige Zubehör, das richtige mit der Anlage umzugehen, ist mindestens 75% des Klanges. Deshalb müssen die Produkte oft getuned werden, um auch wirklich tollen Klang zu erreichen. Das Problem ist aber, dass viele Kunden nicht das nötige Wissen mitbringen und so auch schlechte Produkte trotzdem Abnehmer finden. Wenn Sie heutzutage einfach ein Gerät in die Steckdose stecken, wissen doch die wenigsten Leute, Kunden, dass dieses Gerät richtig ausgefasst sein muss. Und wenn nur ein Gerät nicht richtig stimmt, ist der Klang schon viel schlechter. Auf der High-End brauchen Sie allerdings keine Angst vor schlechten Produkten haben. Hier sind nur Weltklasse-Aussteller vertreten. In München sammelt sich eigentlich hauptsächlich Vertriebe, die international kommen. Die High-End hat sich rumgesprochen, dass es die größte Messe für High-End auf der Welt ist, wo man europäisches Hi-Fi sehr gut hören und anfassen kann und mit den alleinigen Vertriebspartnern dann den Hersteller zu erleben. Das war das High-End-Audio-Magazin für heute, liebe Zuschauer. Noch dieser Hinweis, die große High-End-Messe in München findet vom 5. bis zum 8. Mai wieder wie gewohnt im MOC statt. Kommen Sie also vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir von TechTime TV, wir sind natürlich dabei und berichten in der nächsten Ausgabe des High-End-Audio-Magazins. Bis dahin, Servus.